Nun schauen wir uns den kranken Kreispunkt an. Das heißt also, ich habe einen Kreis, der Kreis hat einen Punkt und da möchte ich dann die Tangente zu berechnen. Das heißt also, hier schaue ich mir zunächst mal den Radius an und die Steigung des Radius muss senkrecht zur Tangente sein. Schauen wir uns dieses Beispiel mal an. Gegeben ist ein Kreis mit dem Mittelpunkt M1, 2 und der Kreispunkt sei P4, 6. Besucht ist die Gleichung der Tangente durch den Kreispunkt. Zunächst mal rechne ich die Steigung des Radius aus, das heißt also dieses MR. MR ist ja Y2 minus Y1 durch X2 minus X1. Da komme ich auf 4 Drittel. Dann weiß ich, die Steigung der Tangente muss dann sein minus 3 Viertel, denn MR mal MT muss zusammen ja minus 1 sein. Also die beiden Steigungen, MR und MT, ergänzen sich zu minus 1 multiplikativ. Somit weiß ich dann allgemein die Gleichung der Tangente minus 0,75 mal x plus b. Dann setze ich den Punkt ein. 6 gleich minus 0,75 mal 4 plus b. Minus 0,75 mal 4 ist minus 3. Jetzt hätte ich also plus 3 auf die andere Seite sozusagen. Und dann habe ich b ist 9. Also gilt für diese Tangentengleichung y gleich minus 0,75x plus 9. Diese Tangente berührt den Kreis in P4, 6. Und wir sehen hier bei der 9 schneidet die ja auch tatsächlich die y-Achse und die Steigung ist hier ersichtlich kleiner als 1. Das scheint also auch hier bildmäßig zu passen. Die Kreisgleichung könnte ich jetzt auch noch komplettieren. Ich könnte ja noch den Radius ausrechnen. 4 minus 1 zum Quadrat plus 6 minus 2 zum Quadrat ist 25. So, daher ist dann x minus 1 zum Quadrat plus y minus 2 zum Quadrat 25. Der Radius wäre also 5. Nun handelt es sich um Kreis und Gerade, deren Schnittpunkt ich bestimmen möchte. Ich habe hier K5, x minus 2 zum Quadrat plus y plus 3 zum Quadrat gleich 5 und die Gerade y gleich 3x plus 1. Für die Bestimmung des Schnittpunktes setze ich die Geradengleichung anstelle des y-Wertes in die Kreisgleichung ein. Das habe ich dann hier getan. X minus 2 zum Quadrat plus 3x plus 1 plus 3 zum Quadrat gleich 25. Ja, das ist gar nicht mal so einfach aufzulösen. Das müssen wir dann mit den binomischen Formeln machen. Vorne bei dem ersten fängt die zweite binomische Formel an. A Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Hinten rechnen wir die 1 plus 3 zunächst mal zusammen. Das sind dann 4. Und dann können wir auch da ganz gut die binomische Formel anwenden. 3x in Klammern zum Quadrat ist ja 9x Quadrat und dann 2 mal 3x mal 4. Das ist 2ab. Das ist dann 2 mal 3 mal 4 sind insgesamt 24x. Minus 4x, da käme ich auf 20x. Und dann 16 minus 25, das sind minus 9, plus 4, dann komme ich auf 5. Das heißt also 10x² plus 20x minus 5 gleich 0. Das machen wir dann, dann teilen wir durch 10 und dann haben wir eine schöne quadratische Gleichung, x² plus 2x minus 0,5 gleich 0. Sowas kann ich dann natürlich prima mit der PQ-Formel ausrechnen oder dem Taschenrechner. Habe ich x1 0,2247 raus oder x2 gleich minus 2,2247
Bei einem Punkt wäre das eine Tangente, bei einer unlösbaren Gleichung wäre das dann eine Passante, was diese Gerade dann entsprechend ist. Hier in dem Bild sehen wir das natürlich. So, den y-Wert erreiche ich durch Einsetzen in die Geradengleichung. Y1 gleich 3 mal 0,2247 plus 1 ist 1,6741 und das Gleiche mache ich dann für y2 und erhalte dann entsprechend meine Werte für die Schnittpunkte. Vielen Dank an den Kollegen, der das Ganze nachgerechnet hat und mir meinen Rechenfehler rausgeworfen hat. So, damit bestimmen wir nochmal eine Tangente an einem Kreispunkt. Punkt auf dem Kreis, 4, 1. Wie lautet die Tangentengleichung? Steigung zum Mittelpunkt ist mr gleich minus 2 minus 1 durch 1 minus 4. Das heißt, minus 3 durch minus 3 kommt 1 raus. Weil die Tangente ja senkrecht steht, weiß ich ja, mr mal mt gleich minus 1 ist dann mt minus 1. y gleich minus 1x plus b. Dann setzt man den Punkt p41 ein. 1 gleich minus 1 mal 4 plus b. Bringe ich dann die 4 auf die andere Seite. Mit plus 4 komme ich auf b gleich 5. Habe ich die Tangentengleichung y gleich minus 1x plus 5. So, wenn wir dann nochmal schauen, hier haben wir noch einen Kreis. X minus 1 zum Quadrat plus y minus 2 zum Quadrat gleich 4. So, und diesmal habe ich einen Parameter mal reingebaut. GA ist also Abhängigkeit von A. Für welches A ist GA Sekante, Tangente oder Passante? So, dann bestimme ich zunächst mal die Lotgleichung vom Mittelpunkt. Das heißt also, ich bestimme die Senkrechte dazu, sozusagen MR. Die Steigung ist minus 0,5, denn hier von der Geraden ist die Steigung hier 2. Und minus 0,5 mal 2 kommt minus 1 raus. Nur dann sind die Geraden senkrecht. Das heißt also hier mr mal mt muss ja minus 1 sein. Dann weiß ich dann y gleich minus 0,5x plus b. Dann setze ich den Punkt ein. Nämlich den Mittelpunkt. 2 gleich minus 0,5 mal 1 plus b, dann habe ich 2,5 ist b. Da ist meine Lotgleichung minus 0,5x plus 2,5. So, und jetzt bestimme ich den Schnittpunkt damit. Von der und von der. Daher setze ich die beiden Geraden gleich. 2x plus 2,5a gleich minus 0,5x plus 2,5, denn ich will ja wissen, wo dieser gemeinsame Punkt liegt und dann bestimme ich die Entfernung vom Mittelpunkt. So, das rechne ich dann nach x auf, bringe hier das 2,5x gleich 2,5 minus 2,5a, da habe ich hier die 0,5x auf die andere Seite gebracht und hier kann man sich das wunderbar durch 2,5 teilen. Dann habe ich dann jetzt hier stehen x gleich 1 minus a und dann kann ich jetzt den y-Wert bestimmen. Y gleich 2 mal 1 minus a plus 2,5a, das ist 2 minus 2a plus 2,5a, das sind dann 2 plus 0,5a. So, das sind jetzt die Koordinaten des Punktes also, wo die sich jetzt schneiden. Das heißt also, ich habe meinen Punkt 1 minus a und 2 plus 0,5a. Und damit kann ich jetzt den Abstand bestimmen mit der Pythagoras-Abstandsformel. Diese geht so, x1 minus x2 zum Quadrat plus y1 minus y2 zum Quadrat. Dann haben wir dann hier unseren Punkt hier stehen. Ich habe hier einmal den
Punkt M und hier haben wir den Lotfußpunkt. Und dann ziehe ich die voneinander ab. 1 minus 1 minus A. Quadrat 1 minus 1 minus A Quadrat plus 2 minus 2 plus 0,5a zum Quadrat. Dann habe ich hier insgesamt, hier habe ich dann a Quadrat plus 0,5a in Klammern zum Quadrat, das heißt also 1,25a Quadrat. Das sind dann 1,25 Betrag von a. Der Radius ist daher 2, daher, falls dieser Abstand 2 ist, haben wir eine Tangente. Ich setze sie dann gleich 2, rechne Betrag von a aus, dann habe ich Betrag von a gleich 2 durch Wurzel 1,25. Das heißt also, ich habe zwei a-Werte, einen für oben und einen für unten sozusagen, einmal mit 2 durch Wurzel 1,25 oder a2 gleich minus 2 durch Wurzel 1,25. So, für diese a ist es eine Tangente. Für das a im offenen Intervall zwischen diesen beiden Werten gilt Betrag von a kleiner 2 durch Wurzel 1,5. Das heißt, der Abstand ist kleiner als der Kreisradius sozusagen. Dann habe ich Sekantengleichung. Und für alle a außerhalb kann der Kreis nicht geschnitten werden, da der Abstand zum Kreis größer als 2 ist. Damit haben wir eine Passante. So, dann kann ich noch einen Berührpunkt berechnen. Zwei Kreise. Der Abstand der beiden Mittelpunkte ist genau 5. Summe der Radien ist ebenfalls 5. Daher werden diese Kreise sich auf jeden Fall berühren. Und da können wir natürlich ein einfacheres Verfahren nehmen. Die Gerade durch die Mittelpunkte muss daher einfach 3 zu 5 oder 2 zu 5 geteilt werden, je nachdem von welchem Mittelpunkt ausgegangen wird. So, das heißt also, ich gehe einfach mal von dem M3 aus. So, von M3 aus, M3 hat den Radius 3, deshalb habe ich hier 3 eingesetzt, plus M4 minus M3 berechnet. Das addiert sich hier komponentenweise für diejenigen, die das hier nicht so kennen. Das heißt also, ich habe hier 3 plus 3 mal minus 1 minus 3 das sind dann minus 9 kommt dann in der Summe raus 3 Fünftel und minus 4 Fünftel. Der Punkt B 0,6 minus 0,8 sollte auf beiden Kreisen liegen, daher kann man das einfach mal durch Einsetzen testen. Hier habe ich mal 0,6 und minus 0,8 in die Kreisgleichung eingesetzt. Da kommt das tatsächlich 9 raus. Für den K4 gilt genau dasselbe. 0,6 und minus 0,8 kommt ebenfalls der Radius zum Quadrat raus. Passt daher beides recht gut. So, die umständlich allgemeinere Variante würde im Prinzip auch funktionieren, ist aber deutlich fehleranfälliger. Sonderfälle haben wir hier für Tangenten, wo der Berührpunkt denselben x-Wert hat wie der Kreismittelpunkt, also hier zum Beispiel. Das ist der Berührpunkt, der den hier sitzt der Berührpunkt, der denselben x-Wert hat. Hier gilt die Steigung m gleich 0. Und wenn ich denselben y-Wert habe, wenn ich also im a und b hier auf derselben Höhe liege, sehe ich ganz klar x gleich irgendeinem Radius, also hier in dem Fall x gleich 4. Habe ich dann hier die Tangentengleichung, also hier haben wir dann in dem Falle
keine Funktion. Ja.